Ein Gyrokopterflug in der offenen Variante. Fliegen kann nicht schöner sein. Mit unserem Piloten Jens vom Flugplatz Fennebeck geht's heute zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Direkt hinter mir der Propellermotor und über mir die Rotorblätter, die für den Auftrieb sorgen. Wir haben Glück mit dem Wetter. 300 Meter über dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen, 20 Grad Celsius. Bad Oeynhausen-Bergkirchen überqueren wir das Wiehengebirge, um zur Nordseite zu kommen. Ob du es glaubst oder nicht, das Wetter vor oder achtern Berge kann sehr unterschiedlich sein. Vom Luftkurort Rothenuffeln kommend steuern wir auf das Mindener Land zu. In der Cabriolet-Variante mitzufliegen fühlt sich an wie Sessellift mit Gegenwind. Wir überqueren die Porta Westfalica mit dem beeindruckenden Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Wer mal keine Lust hat auf Fliegen im Weserbergland, so wie hier im Kalletal, gibt es ein ausgebautes Wandernetz. Jens wundert sich gerade, dass ich ihn von der linken Seite mit der Kamera überhole, wo er doch schon mit 130 Stundenkilometern unterwegs ist. Nach 45 Minuten geht's wieder runter zum Flugplatz Fennebeck. Thank you.
Lieber Jens, das war ein toller Ausflug mit einem Rundum-Sorglos-Paket. Gerne wieder.